Radio check. Radio check with Risa Studios. E todos los marcas. In Automobilista 2, Automobilista 2. Und herzlich willkommen erneut zu unserer Standardsimulation, die uns immer wieder neu fesselt. Und vor allem mit den neuen Indycars ist das natürlich was ganz Besonderes jetzt. Denn es sind offizielle Indycars, offizieller Content einer Simulation. Und wir werden heute erneut ein Rennen machen, und zwar in Brands Hatch. 10 Runden, um 14 Uhr wird gestartet mit der gleichen Gegnerstärke wie schon in Laguna Seca, 92 und 5. Wir werden heute mit dem Reynard 98 Ford E auf die Strecke gehen, und zwar mit der Originallackierung von 1998, wie sie in der realen Indycar-Meisterschaft damals war. Und mit der Nummer 8 von Brian Herta hier das Rennen bestreiten. Brian Herta, ein amerikanischer ehemaliger Rennfahrer, der derzeit sein eigenes Team unterhält, nämlich Brian Herta Autosport, und der in den NTT Indycar Series aktiv ist als Teamchef. Dieses Team gewann 2011 das berühmt-berüchtigte Indy 500 Rennen mit Dan Weldon, der ja 2016 ebenso in Indianapolis gewonnen hat. Das ist also unser Wagen für das Rennen. Übrigens, diese Originallackierungen sind natürlich gemoddet, sind nicht im Originalspiel enthalten, aber man kann sie auf racedepartment.com herunterladen. Bereiten wir uns also vor für das Rennen hier in Brands Hatch. Brands Hatch von 1964 bis 1986, Austragungsort der Formel 1. Rekordsieger hier Niki Lauda mit 3 Siegen, 76, 82 und 84, und Nigel Mansell mit jeweils 2 Siegen, 1985 und 1986. The track temp is 43 Celsius, P25, 10 laps. Temp is 26 Celsius. Und erneut starten wir von der letzten Position das Rennen. Dare Franchitti startet diesmal von der Pole-Position, und Jimmy Wasser und Michael Andretti folgen ihm auf den Plätzen. Wir müssen natürlich für die 10 Runden hier in Brands Hatch genügend Benzin mitnehmen. Gehen wir mal auf 11 Runden, weil wir eventuell auch die Inlap noch fahren möchten. Ansonsten ist alles angerichtet. Testen wir also die KI hier in Brands Hatch. Eine Kombination, die interessant werden dürfte, denn diese Indycars sind richtig gut zu fahren. Die einzige Variable hier, die uns vielleicht etwas überraschen könnte, ist die KI. Ich habe es selber noch nicht getestet, die KI auf Brands Hatch. Das ist der zweite Lauf, den ich hier mache, mit demselben Wagen, den wir auch hier für das Rennen jetzt benutzen. Aber nun genug der Vorreden, gehen wir also zum Rennen. 10 laps, P25. Here we go. P25 für uns. Wir sind im Wagen und warten auf den Start. Und los geht's. Schön weggekommen von der Linie, etwas Wheelspin gehabt, und hinein geht es jetzt in die erste Kurve. Innen. Haarnadel. Wir sind clear weiter left auf der Innenlinie. He's still there. Clear left. Können uns an weiteren Gegnern vorbei nach vorne arbeiten. Ganz guter Start right soweit bisher. Right side clear. Nach links jetzt geht es den Berg hinauf durch die Jean-Soutet-Kurve und wieder den Berg hinunter auf diese Gerade, well, hinein in diese Rechtskurve. Recht schnell im vierten Gang. Nächste rechts ist im dritten. Die nächste Rechtskurve, Dingeldale genannt, etwas versteckter Scheitpunkt. Auch im dritten Gang und dann durch diese Linkskurve, zweiter Gang. Kurz geht es geradeaus und dann hinein in diese Rechtskurve, die Schimklar-Kurve heißt. Letzte Kurve der Runde 1.
This is excellent, mate. Keep it up. B17. Wir sind 17. Right. Clear right. Und wieder innen für die nächste Kurve. Und wieder können wir zwei Gegner schnupfen und uns weiter nach vorne arbeiten. 15. Platz. 3 wide hier jetzt an der 30. Kurve. Und der Gegner geht etwas von der Strecke ab. Und wir können weiter nach vorne fahren. Das macht natürlich Spaß. Jetzt. Das kann sich natürlich auch schnell ändern. Die KI ist nicht so einfach zu bekämpfen, wie es aussieht. Die geringe oder wenige Überholmöglichkeiten hier auf Bratschett, das kommt noch dazu. Runde 3 jetzt. Diesmal habe ich es etwas ruhiger angehen lassen durch diese Haarnadel. Jetzt sind wir sehr nah am Gegner herangefahren, aber es reicht nicht, oder doch? Innen reicht es dann doch. Sehr schön. Jetzt sind wir auf P12. Etwas zu schnell hier, die nächste Rechtskurve angefahren. Zweiter Gang für Dingeldale. Hochgeblieben diesmal durch diese Linkskurve. Innen durch die Jim Clark jetzt hinein auf die Stadtzielgerade und in Runde 4. Haarnadel, blockierende Vorderräder, aber nur kurz. The gap ahead is now 2.3 seconds. Das war etwas knapp. Geduldig durch die Surtees-Kurve. Können uns jetzt etwas absetzen vom Verfolger. Dingeldale noch einmal. You've just done a 111.0. 1.11 jetzt für uns und wir kommen immer näher an die vorderen Leute heran. Haarnadel diesmal im ersten Gang genommen. Können wir die Vordermänner erwischen? Die große Challenge hier für uns. Runde 5, Position 12. Noch einmal durch Jim Clark. Okay, Rapper, you're halfway home. Your fuel is fine. Wir müssen natürlich immer mehr die Bremspunkte erwischen.
das ist nicht so einfach. Aber wir kommen näher. Jetzt haben wir vielleicht den Anschluss gefunden an diese Fördergruppe. Das sagt auch der Ingenieur. Und jetzt sind wir wirklich dran. Das war knapp. Aber wir wollen natürlich das Ding hier nicht übertreiben. Aber das ist leichter gesagt als getan. Sector 3 is 0.9 off the base. Schön hineingebremst diesmal in Kurve 1. Durch die Haarnadel. Noch einmal durch Surtees. Your brake temperatures are looking good. In Schlagdistanz jetzt. Oh, Berührung mit dem Gegner. Der ist innen, wir sind außen. Was können wir jetzt tun? Einfach draufbleiben, jawohl. Wow, das war heftig. Aber der Lohn unserer Mühen ist Platz 11. Erneut geht es über die Ziellinie in Runde 9 hinein. Noch zwei Runden. Haarnadel noch einmal. Surtees außen wieder am Gegner dran. Ich will nicht zu viel riskieren. Wir müssen etwas konservativ jetzt fahren. Auf den Moment warten, auf den richtigen. Ist aber nicht so leicht, wie es aussieht. Geduldig durch die Clark zum vorletzten Mal und es geht hinein in die letzte Runde. The gap behind is now 0.4, last lap. That lap was at 112.8. Ja, ich versuche alles. Nochmal durch Surtees ganz nah heran.
aber es ist nicht leicht vorbeizufahren. Vielleicht jetzt am Ausgang? Nein, 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 nein. Wäre zu riskant. Noch einmal durch Dingledale. Your left side tires are carrying minor wear. Und das war's dann. Letzte Kurve und über Stadtziel. Auf Platz 11 hier in Brands Hatch. Mann. Das ist vielleicht ein Rennen hier mit dieser KI. Jedes Mal. Da muss man richtig fighten. Nicht leicht zu überholen. Wenn man zu viel riskiert, dann ist man sehr schnell draußen. Das ist wohl auch der Grund, warum man solche Rennen eigentlich nicht so oft sieht auf YouTube. Und obwohl es nur 92% Gegnerstärke ist, das reicht schon, um wirklich eine Herausforderung darzustellen. Wer ist denn vor uns? Papis, vor ihm Blundell. Und ich schaue auf die Liste und es ist natürlich gefährlich hier. Carpentier ist an uns vorbei, aber das zählt nicht mehr. Die ersten Fahrer sind schon in der Boxengasse und wir tun das jetzt auch. Wir haben überlebt, das ist natürlich erst einmal am wichtigsten. Hallo Leute, da sind wir. Kein schlechtes Rennen. Wow, 11. Platz, also hier in Brands Hatch, werden die letzten Fahrzeuge auch hier zurückfahren in die Pit Lane. Frank Kitty hat gewonnen von Startplatz 1. Jimmy Wasser von Startplatz 2 Zweiter geworden und Michael Andretti Dritter von Startplatz 3. Zanardi diesmal auf 7 und wir sind auf Platz 11 gelandet. Wie ist unsere Rundenzeit? Immerhin eine 1:10:09 erzielt. Und das ist die schnellste Rennrunde. So, nicht schlecht. Das war's erst einmal vom Rennen. Und jetzt lasst uns mal kurz in das Replay gehen und die ersten Phasen des Rennens von der Streckenansichtkamera betrachten. So, Brands Hatch, der Rennstart. Die Räder drehen durch am Start. Und hinein geht es in die erste Kurve, innen schon an einigen Gegnern vorbei. In Richtung Haarnadel. Immer noch innen sind wir. Praktisch reiten auf die Curbs an andere weitere Fahrzeuge vorbei nach vorne. Und wieder gehen wir an einem Gegner vorbei in der nächsten Kurve. Berg hinauf und über diese Kuppe den Berg wieder hinunter, hinein in diese schnelle Rechtskurve, vierter Gang. Und hier konnten wir schon mal uns praktisch mehr oder minder erst einmal sammeln und unsere nächsten Aktionen nach vorne planen. Natürlich immer mit Bedacht, wobei wir trotzdem einige Male richtig hineingestochen sind in diese Kurven, um zu überholen. Hier einmal außen probiert, das ist natürlich nicht so einfach. Und dann wieder nach innen gezogen und mit einer leichten Berührung am Gegner vorbei, an der Haarnadel. So, das hat richtig Spaß gemacht hier in Brands Hatch. Ich dachte es mir schon, dass es eine sehr
ereignisreiche und spannende Angelegenheit sein wird, mit diesen Autos zu fahren auf Brands Hatch gegen diese KI, während wir hier an der Dingledale versuchen, oder kurz vor der Dingledale versuchen, hier uns ranzuziehen am nächsten Vordermann. Sehr schön, wunderbar gezeichnet, diese Wagen. Hervorragende Soundkulisse der Motoren und die Inszenierung dieser Streckenkamera ist top-notch. Wirklich, wirklich eine sehr schöne Sache. So, aber das war's für mich für heute in diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Like da. Und für den Rest sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss von Ralonso. Hier noch einmal am Gegner vorbei, an der Surtees-Kurve. Und ciao. Ich mach die Augen auf, fahr dir sanft durchs Haar, dass du bei mir bist. Warten wir noch die Runde ab. Wunderbar. Es sieht einfach zu gut aus, ich kann einfach noch nicht abbrechen. Es ist ein neuer Tag, der vielleicht. So, wir haben diesen Platz konsolidiert und gehen hinein in die Schienklage und über Stadtziel. Das war's nun aber wirklich. Bis hierhin für heute. Wir sehen uns bald beim nächsten Mal. Und tschüss von Ralonso. Eine gute. Ciao. Ja. 100 Jahre sind eine Sekunde der Ewigkeit.